Hallo, mein. Oh, ruhig. Oh. beim Knopfdrücken auf die Aufnahme habe ich die Mien etwas übersehen. So, und in der heutigen Folge werden wir uns keins vorstellen und uns von der Unterdrückung befreien. Zu den Waffen! Ernsthaft, die schießen mit ihren Holz? Cool. Und die schießen mit Steine? Warum fliegen diese Schiffe immer noch? Wer hat euch das Schießen beigebracht? Wir tun unser Bestes, aber unsere Munition durchschlägt ihre Panzerung nicht. Schießt weiter! Was sind das für Dinger, die da dranhängen? Verdammt, sie haben uns voll getroffen. Unsere Waffen können dem Schiff nichts anhaben. Sie haben uns in der Hand. Eva, du musst das übernehmen. Dein Schiff ist klein, du kommst daran. Papa, ich bin nicht... Keine Angst, wir geben dir Deckung. Hey, da kommt eine weitere Angriffswelle von Schiffen. Dann los, bereiten wir ihnen einen herzlichen Empfang. Haltet euch bereit. Lasst sie noch ein wenig näher kommen und eröffnet dann das Feuer aus allen Rohren. Wag es ja nicht zuerst zu sterben. Ich schwöre, ich werde dich nicht begraben. Oh nee. Okay, probieren wir es mal. Na dann. Angriff! So, warte mal. Eva, mach mal schnell dein Schiff hier hübsch. So, warte mal. Ich glaube, ich kann die Schiffe hier übernehmen. Ne, so nicht. Einfach nur, damit die offen auf die anderen Schiffe zu ballern. Wow, das war's. Das war's. Was ist denn das für eine Kampfflotte? Das ist ja enttäuschend. Ich brauche auch mal ein bisschen Heilung. So, gehen wir mal auf Nahkampf über. So, siehst du? Ich brauche Feuerunterstützung. Ich habt sie gehört. Feuert auf die Tore. Ach, ihr habt sie gehört. Oh. Eva, du musst keinen aufhalten, bevor er noch eine Runde abfeuert. Der Angriff macht uns schwer zu schaffen. Ja, ich bin dabei. Ja. Läuft super, würde ich sagen. Oh nein, hier wird gemörsert. Ich hasse Mörser. Ist gut. So, okay. Vor 360 Jahren kam die große Spaltung, aus der sich die fliegenden Inseln bildeten. Spaltungen wurden zum einzigen Motor der Zivilisation. Anmerkung. Ein toller Beginn für den ersten Band der Enzyklopädie. Sehr poetisch. Das hatte Großvater gefallen. So, gut. Den Schritt haben wir gewagt.
Die Mörsern! Gut. Okay, psst, 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 psst. Oha. Ein ganz heftiger Revolver, oder? Ich glaube, das war einer dieser Mörser, Henny. Ah, hier war noch einer versteckt. Blick zu den Toren, meine kleinen Helfer! Welche Helfer? Was habe ich denn für Helfer, Eva? Klamm mich auf! Ach Gott, guck mal die Motten! Mensch, in welcher Folge haben wir die gerettet? Oh, das war ja toll, wo wir die retten mussten. Das war irgendwo beim Mottennest. Was? Öffne die Tore? Ja, da will ich ja gern. Scharfschütze wieder. Der hat gut getroffen. Ah, schon wieder. Ja, ich bin dabei, die Tore zu öffnen. Jetzt mach keinen Stress hier. Sowas kann ich auch gar nicht gebrauchen. Klappe jetzt. Besiege die letzte Verteidigungslinie der Falken. Ja. Ach so. So geht nachladen. Gut, hab's auch schon. Aber bevor das passiert, müssen wir erstmal alles nachmachen. Boah, das ist nicht euer Ernst. Huch! Was war denn das jetzt für eine Explosion? Gibt's hier was? Jo, ein gemeiner Hinterhalt. Muhahaha. Nee, nix da. Ach, da sind ja noch mehr. Oh. So, was ist jetzt endlich? Nee, immer noch nicht, hä? Doch. Ich habe versucht, euch zu beschützen, aber ihr seid wie ungehorsame Kinder. Und manchmal muss man Härte zeigen, und um gütig zu sein. Oha, nur klar. Besiege keinen. Okay, das ist ein bisschen fies, was ich hier mache. Jetzt hör auf, meine Leute hier abzuballern, du Pfeifen. Typ hier. Nee, das war's noch nicht. Das war zu einfach. Das wird jetzt wahrscheinlich zu irgendeinem Kack-Showdown kommen. Als ob. Na klar. Kein! Gib auf! Das hier muss endlich aufhören! Aufhören! Ihr begeht Selbstmord. Ich versuche nur, euch zu beschützen. Wir haben genug von deinen Zwangsbeglückungen. Ich habe gesehen, was du mit dem Mottennest gemacht hast. Die Versorger sind selbst schuld. Hätten sie doch einfach gemacht, was man ihnen befohlen hat. Ihr könnt den Schwarm nicht besiegen. Egal, wie sehr Richard euch das alle glauben machen will. Der Ingenieur im Osten ist vollständig vom Schwarm besetzt. Seit einem Jahr gibt es keine Nachrichten mehr von dort. Ich kann gegen diese
gegen dieses Böse nichts ausrichten. Ich kann nur mich und euch beschützen. Beschützen? Wie denn? Indem du das Volk versklavst? Du glaubst, du tust das Richtige, aber Monster glauben auch, dass sie sich nur selbst schützen, wenn sie andere angreifen. Monster, sagst du? Du bist schon genauso wie die. Ich habe es so satt, wenn du glaubst, ich sei ein Monster. Zeige ich dir gern, was ein echtes Monster ist. Oha, oha, oha. Oh. Ja. Der war gut. Ah, verdammt. Boah, ich drück den gar nicht mehr. Schützen, kein Scherz. Ein Auge oder zwei, welche Unterschied macht das schon? Du bist so erwachsen geworden und so mutig. Na los, bring es zu Ende. Ich bin ein Monster. Ich bin eine Gefahr für die Menschheit. Und ich werde mich nie ändern. Ich wollte alle beschützen, ein Held sein. Seine wahre Wesen kann man nicht entkommen. Na los, drück auf den Abzug. Ich habe es verdient. Ziele gut und drück ab. Ganz geschmeidig. Richard würde es so wollen. Aber ich will es nicht so. Eva, wir haben gewonnen. Der Weg zum Sturm ist jetzt vollkommen frei. Die Falken haben erheblichen Schaden angerichtet. Aber das bringen wir wieder in Ordnung. Und dann können wir bald losfliegen. Wie du meinst, Kain ist im Waffenraum. Er sollte in Gefahrsam genommen werden. Was ist das? Sieht aus wie Elses Haarnadel. Da klebt etwas dran. Sieht aus wie getrocknetes Blut. Oh nein. Was? Danke fürs Spielen. In den kommenden Spiele-Update geht die Geschichte rund um Eva und Aspia weiter. Vergiss nicht, dein Feedback und deine Vorschläge auf Discord zu hinterlassen, damit wir das Spiel noch besser machen können. Oh Mann, echt? Echt? Das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Ich konnte nicht mal was drücken. Hier sind keine Feinde mehr. Ja, ich habe damit gerechnet, dass wir jetzt durch sind. Aber so einfach so zack, das ist schon ein bisschen fies. Aber na gut. Boden ist doch 31 Folgen und nicht 30. Schade, schade, schade. Na gut. Aber wie gesagt, ich finde das Spiel vom Prinzip ist es sehr erfrischend, falls man von oben Ansicht ist. Und sag mal, wer mörsert denn hier noch? Und auch das ganze Konzept und so. Es ist alles sehr gut durchdacht. Ich finde die Mischung interessant zwischen Kains Leuten. Die Unterdrückung, die Befreiung und natürlich das Schwarmgebiet. Aber ich hätte mir halt wirklich mehr solcher Schwarmmonster gewünscht, die Leute halt beschäftigen. Weißt du, ich denke mal, das würde dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Würze geben. Und vielleicht ein etwas anderes Ende.
weil die ballern immer noch auf das Schiff. Die Leute, ein bisschen faul. Aber na gut. Aber wie gesagt, das Spiel ist halt noch in der Entwicklungsphase. Und bei Discord kann man ja den Leuten schreiben. Das sind auch mega nette Leute in der Discord-Gruppe. Ich hab doch hier was gesehen. Aber nicht für uns. Okay. Wie gesagt, das große Update mit dem Eiskraken. Ihr hattet ihn gesehen. War eine mega nice. Wie nennt man das jetzt? War großartig, sagen wir es mal so. War eine großartige Einfügung. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn es noch ein bisschen mehr geben würde. Also nicht nur diese Eiskraken, sondern was könnte es noch geben? Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ich verlasse den Spielbereich. Ist okay. Was noch so aus diesen Wolken hervorkommen sollte? Weil ich finde, der Eiskraken, alles schön und gut. Macht doch Spaß. Aber es könnte auch mehr sein. Wie zum Beispiel ein wie im Schwarmbereich. Da könnte auch irgend so ein riesengroßes Schwarmvieh rauskommen und dir das Leben zur Hölle machen. Meine Meinung. Aber warten wir es ab. Ein bisschen wird ja an dem Spiel noch geschraubt und die Entwickler sind auch sehr, sehr fleißig. Und wenn es da soweit sein sollte, werden wir uns bei Staffel 2 oder besser gesagt dem fertigen Spiel von Black Skylands wiedersehen. Und es war mir eine Freude, es mit euch zu spielen. Vielen, vielen Dank immer für diese lieben Kommentare und all euer Feedback. Und da würde ich mich freuen. Wir sehen uns bei einem weiteren Video irgendwann mal wieder. Mal schauen, was es sein wird. Ihr könnt auch gerne die anderen Spiele mal abchecken, die ich auf dem Kanal habe. Und ja, da bleibt mir nichts weiter wie zu sagen. Bis zur nächsten Folge. Leider gibt es kein Outro. Oder Credits. So wie es halt manchmal so ist bei Spiele, Abläufe. Aber ich würde mich freuen, wenn wir uns bei Staffel 2 wiedersehen. Würde ich sagen, bis dahin. Macht's gut, ich wünsche euch was. Und wenn euch das hier gefallen hat, lasst lieben gerne ein Däumchen da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr euch von dem Spiel noch wünschen würdet. Und bis bald. Bye, bye.